Der Tübinger Nahverkehr-Experte Gerd Schneidmann, hier Archivbilder, wird Sonderbeauftragter des baden-württembergischen Verkehrsministeriums für den regionalen Schienenverkehr. Hintergrund sind die derzeit teils problematischen Zustände auf durch die DB Regio betreuten Strecken. Seit Monaten sorgen Unpünktlichkeiten, Zugausfälle und überfüllte Züge bei vielen Pendlern für Verärgerung. Das Land, so der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hamann, bezahle viel Geld aus Steuermitteln für den Bahnbetrieb und werde Unzuverlässigkeiten daher nicht akzeptieren. Schneidmann soll in den kommenden 3 Monaten Schwachstellen im System aufspüren. Des Weiteren soll es weiter wöchentliche Gespräche mit der DB Regio über den Stand der Dinge geben.